Ja, guten Abend, werte Zuschauerschaft. Oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr zuschaut. Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Dächter Diver Stream. Jo, beim letzten Mal sind wir zum Seevolk runtergetaucht. Also, wir hatten so einen riesigen Moränenfisch, meine ich, vernichtet. Und jetzt müssen wir das Vertrauen bei ihnen erwecken. Eine Hiobsaufgabe. Das Ding nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ich weiß nicht, ob sich jeden Tag bei dem Seevolk was erneuert. Das habe ich mich ja letztes Mal schon gefragt. Die hatten auf jeden Fall da letztes Mal auch ein Seepferdchen reingemacht. Das war irre cool tatsächlich. Ja, und ich würde einfach sagen, wir teleportieren uns gleich zum Seevolk runter. Mein größtes Ziel ist natürlich momentan erstmal auf das Event da oben zu achten, dass wir erstmal die Quallen zusammensammeln. Im Bestfall Wurzelmundquallen. Weil da haben wir schon gelernt, die bringen das meiste Geld in Kombination mit dem anderen Zeug. Also dieses Spezialgericht. Ich meine, bei 50 bis 800 Meter Tiefe erscheinen die. Wie gesagt, Wurzelmundquallen heißen die. Ich suche die gerade in der Marinka-Liste. Lungenqualle. Da ist die Spiegeleiqualle. Da. Gepunktete Wurzelmundqualle. Die suche ich. In der Tiefe von 50 bis 130 Metern. Und damit kann ich ein Gericht zusammenkochen, wenn ich auch Gewürze habe. Ich muss auch eben kurz noch gucken, welche Gewürze es waren. Hier. Wir müssen Seetrauben, Salz und die Wurzelmundquallen auf jeden Fall sammeln, weil die sind noch nicht viel aufgebessert und bringen trotzdem fast 300 pro Stück. Und an dem einen Abend, ich weiß nicht, wie viel teurer die dann sind, aber wir werden dann ultra viel Geld damit machen. Außerdem werden wir heute endlich das Nachttauchen mal machen. Also alles, was Qualle ist, wird auf jeden Fall mitgenommen. Ich habe noch nie Seegras mitgenommen, hä? Was ist, wenn die aneinander stehen? Ah. Okay, die Quallen haben genügend Abstand voneinander, dass ich sie nicht gemeinsam fangen kann. So, dich habe ich mal. Wir fangen auch mal jedes Seepferdchen auf dem Weg. Halt für dieses Seepferdchen rennen. Habe ich dich schon? Eine schwarze Tigergarnele. Ein dorniges Seepferdchen. Nein, ich habe das falsche etwas erwischt. Oh, aber den hatte ich vorher noch nicht. Erwischt. Ich glaube, ich brauche immer noch einen Fuß, oder? Nee, den Fußknochen war es nicht. Ich brauchte so ein Bein. Von diesen Knochendingern. Ich weiß nicht, ob ich euch habe, also fange ich euch einfach einmal. Nö, die habe ich schon. Ich weiß nicht, ob ich dich schon habe. Ein Zwergseepferdchen, die habe ich noch nicht da drin. Das weiß ich. Was ist, wenn ich diesen grünen Streifen treffe, also diesen Mini-Streifen? Okay, ich ihn gut. Schade, ist hier keine Wurzelmundqualle.
Ich konnte nichts dagegen machen. Ich war dagegen wirklich machtlos. Ich suche gerade den Langnasensägehai. Nee, hier. Das ist am meisten wert. Ja, der Mann ist doof gelaufen. Ich bereite mir das Sushi vor, gehe aber nachttauchen jetzt. Sieht auf jeden Fall schön aus bei Nacht. Und ist auch leicht anders aufgebaut. Oh ja, Netzkanone verbessert. Was für eine Qualle haben wir hier? Jetzt habe ich das schon wieder nicht weggepackt. Eine Würfelqualle. Ja, gekauft. Da ist der große böse Weisei. Um. Ein Hai darf immer auf meine Liste. Nope. Lass mal stecken. Ich schmeiß euch sofort weg. Obwohl, euch kann ich eigentlich auch ganz gut verkaufen. Suchen Muren. Dafür muss ich mehr so in die Höhen. Oh, komm her. Eine Würfelqualle. Okay, bei diesen Drückerfischen hat es ausgereicht, die einfach nur wegzunieten. Die musste ich nicht behalten. Warte mal, dich schmeiße ich weg. Und dich schmeiße ich weg. Hallo, Moinen, ich suche euch. Nur für euch mache ich das Nachttauchen gerade. Die waren so in höhenartigen Gegenden.
Ja, den Ei habe ich. Ein kleiner Schwarzspitzenriffhai. Das ist ein neuer Hai. Also, jetzt will ich endlich mal Muränen haben und dann tauchen die nie auf. Da ist die Moräne. Passt du in mein Wurfnetz? Die passt da rein. Warum auch immer. Viel Moränenfleisch. Werde ich sowieso wieder wegschmeißen. Diese Drückerfische, die bringen nämlich kaum Geld. Aber die Haie, die bringen Geld. Und Haie, die mich anfangs in Ruhe lassen, sind die besten. Kannst du die Feuerfische vielleicht wegfressen? Ich habe keine Ahnung, was für ein Hai ich gerade eingesammelt habe. Ein Kupferhai. Nee, dann nehme ich lieber den Betäubungsschlag. Sind echt viele Haie bei Nacht unterwegs. Kann es sein, dass Haie eigentlich eher nachtaktiv sind? Die Wurzelmundquallen, die waren, glaube ich, tagaktiv. Die werde ich jetzt so oder so nicht finden. Ich denke mal, den Quallen ganz in der Tiefe ist egal, was für eine Tageszeit ist. Die werden so oder so immer da sein. Gibt es da biolumineszentes Zeug unter Wasser? Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, über biotische Eigenschaften möglich, dass sie selber leuchten können. Um Gottes Willen, was ist das für ein dicker, fetter Ei? Einer, der auf meinem Tisch landen wird. Aua, er hat mich mit seiner Schwanzflosse getroffen. Komm, fall um. Das gibt's jetzt nicht. Der hat sich so durch mich durchgedreht, dass er mir drei Hits hintereinander verpasst hat. Das glaube ich jetzt nicht. Wenigstens haben wir unsere Moräne. Ich habe jetzt einfach nur die Moräne mitgenommen, weil das war das einzige Nachwuchs, was wichtig war.
Gib dir doch mal Mühe, Bancho. Ich helfe mal beim Servieren. Also unsere Tauchgänge heute, die laufen ja überhaupt nicht. Hier, der will das Moränenessen haben. Aber die Moränen, die habe ich ja gerade erst gefangen. Schade, jetzt ist richtig viel Essen so gesehen weggeworfen. Ich muss echt wenig Essen auf die Liste packen, wenn ich Nachttauchen mache. Oder am besten nur ein Gericht, aber davon dann viel. Ich sollte eventuell auch die Harpune verbessern, damit ich die Haie besser gut kriege. Eidiver kann nichts verbessern. Das nehme ich wieder mit. Und ansonsten nichts darunter. Ich kann ja mal andersrum machen. Dann weiß ich auch, ob das Seevolk täglich irgendwie was neu haben will. So. Ja, da links, da wollen die jetzt wieder was von mir. Ich glaube, ich muss echt täglich einmal zum Seevolk. Ich weiß halt nicht, ob bei jedem Tauchgang oder wirklich einmal pro Tag. Oh nein. Was ist los, Mima? Ich muss mehr Gäste bedienen, aber mir fehlt eine Zutat. Sag mal, könntest du dich für mich in die Tiefen wagen? Okay, was brauchst du? Oh Mann, du hilfst mir? Nun, ich brauche Kelchkoralle, die so aussehen. Finde sie wahrscheinlich in der Nähe der Wahlknochen. Bitte hilf mir. Wahlknochen? Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Okay, Kelchkorallen. Ich glaube, die haben wir tatsächlich schon mal gesehen. Ich guck mal bei jedem einmal vorbei, ob irgendwer was will. Ansonsten kann es lange dauern, bis wir das mit dem Vertrauen bei denen haben. Scheiße! Ich hab einen riesen Fehler gerade gemacht. Ich habe gerade kurz gedacht, das ist der Spiegel, um nach da hinten zu kommen. Und ich habe jetzt so gesehen einen Tauchgang weggeworfen. Will hier keiner irgendwas von mir? Hier drin will einer was von mir. Aber ich glaube, das ist der Beweis für einmal pro Tag. Oh, du musst hier fremd sein. Möge König Long Segen mit dir sein. Hallo, was ist das für ein Ort? Oh, hier gedenken wir König Long. Und hier bewahren wir auch unsere historischen Aufzeichnungen auf. Ah, ich habe von Tänzchen gehört, dass du unserem Dorf hilfst. Ja, nun, das wäre es erst einmal. In diesem Fall gibt es da etwas, bei dem du uns helfen könntest. Bald findet im Dorf eine Hochzeit statt. Ein Erdbeben hat vor kurzem allerdings die Steinplatte zerstört, die wir für die Hochzeit brauchen. Ich hätte sie an einen sicheren Ort aufbewahren sollen. Das klingt wichtig, aber wie kann ich euch bei einer solchen Sache helfen? Als ich das Seevolk noch frei im Meer bewegen konnte, hinterließ mir ein paar Aufzeichnungen in menschlichen Gewässern. Oh, er meint bestimmt... Das ist näher? Er meint bestimmt den Aufzeichnungsraum des Seevolks. An einem dieser Orte sollte mir Sicherheit eine Steinplatte sein. Bitte hilf mir, Mensch. Es war ein Lied für eine Hochzeit, richtig? Ich denke, ich sollte zuerst zum Aufzeichnungsraum des Seevolks gehen. Alles klar, ich werde jetzt die Platte zurückbringen. Würdest du das für mich tun? Ich bin dir wirklich dankbar, Mensch. Möge König Longsegen mit dir sein. Okay, einmal bei der beim Aufzeichnungsraum vorbeischauen. Und nicht nochmal den Spiegel nutzen, vor allem Dingen.
einmal Mist bauen am Tag reicht. Ich habe jetzt aber schon dreimal Mist am Tag gebaut. Na gut, vorhin würde ich nicht auf meine Kappe setzen, weil der ist echt scheiße gedreht, der Hai. Was soll ich machen? Kinder, was geht hier vor? Nun, wir haben vor dem Dorf beigespielt, als plötzlich ein Riesenmaulhai auftauchte. Er hat unseren Ball verschluckt. Riesenmaul, du meinst ihn riesig? Ja, kannst du ihn für uns zurückholen, Mensch? Das sah wirklich furchteinflößend aus. In Ordnung, ich bring ihn dir zurück. Wow, tausend Dank, Mensch. Es ist so schwer, Kindern einen Wunsch abzuschlagen. Was will der Riesenmaulhai mit dem Ball? Der Schmied will was. Warum fühlst du dich nicht gut? Mensch, das geht dich gar nichts an. Du siehst sehr krank aus. Soll ich dir sowas wie Korallenbrei vorbeibringen? Korallenbrei? Wie kann ein Mensch Seefolgnahrung zubereiten? Homo hat mich schon einmal da oben gebeten. Den Menschen kann man nicht trauen. Und es sieht so aus, als würde er benötigen. Also werde ich Bancho um die Zubereitung bitten. Die Zutaten waren Federkoralle und Lilienkoralle, richtig? Und hier will noch mal jemand was von uns. Okay. Du siehst nicht gut aus, stimmt etwas nicht? Oh Mensch, mein süßer Selgio ist verschwunden. Selgio? Ja, das ist mein zahmer Lila an der Kalmar. Er war weg, als ich aufwachte. Naja, er ist schon einmal verschwunden. Er ist der Leuchtquelle gefolgt. Eine Leuchtquelle? Mensch, kannst du Selgio bitte für mich finden? Er ist schüchtern, aber wenn er ruhig ist, kannst du ihn mit diesem hochwertigen Futter anlocken. Verstanden, ich werde versuchen, ihn mit dem Futter anzulocken. Ist die Qualle zufällig im Dorf? Wie, nochmal irgendwer was? Nee. Doch, die da. Ach, nicht schon wieder, verdammt. Warum bist du so wütend? Nun, ja, dieser Haufen Ballkacke muss mich ausgetrickst haben. Meine Beluga-Pfeife, ich habe meine wertvolle Pfeife an ihn verloren. Beluga-Pfeife? Ja, die Pfeife, die den Beluga überall im Dorf herbeiruft. Ich wusste, dass ich die Pfeife im Spiel nicht verwenden sollte. Diese herzlose Schwinden hat mich ausgetrickst. Mensch, kannst du sie für mich zurückholen? Ich? Ja, ich habe nichts mehr, das ich im Kartenspiel setzen kann. Ich bin pleite. Ich bin nicht gut im Kartenspiel. Ich spiele ein paar Runden zum Spaß. Beluga-Pfeife? die bissige Dame angegeben hat? Sie hat fünfmal hintereinander verloren und hat dann alles auf einmal gesetzt. Im letzten Spiel hat sie die Pfeife gesetzt. Sie sah so aus, als ob sie sie brauchte. Kannst du sie ihr zurückgeben? Nicht umsonst. Spiel Karten mit mir und gewinne. Dann gebe ich sie der Frau zurück. Was ein nerviger Typ. Okay, wenn du es sagst, wenn ich gewinne, gibst du ihr die Pfeife zurück. Sicherlich, ja. Lass uns spielen. Du musst Geld setzen. Oh nein. Nee, die Karten, um die Paare zu finden. Wer die meisten Paare findet, gewinnt. Ich wette 50. Eine Muschel. Und ein Angerfisch. Krabi, Qualle, Anglerfisch und Anglerfisch wurden entdeckt. Das Gute ist, der Bot ist auch mal nicht intelligent. Da war der Fisch, ne? Nee, ich bin doof. Der war einen weiter links.
Gut, dass die KI noch dummer ist als ich. Oh, ich darf nicht nochmal, wenn ich was richtig finde. Der Aal, der war unten rechts. Oder? Ja, den hat er leider. Okay, bisher läuft gut. Das Gute ist, der deckt die für mich auf. Ich glaube, der kann gar nicht mehr gewinnen. So, kriege ich jetzt diese Pfeife zurück? Ich glaube es nicht. Ich wurde von einem Menschen geschlagen, mein Stolz ist verletzt. Naja, versprochen ist versprochen. Nimm das, das ist eine Beluga-Pfeife. Gib das der bissigen Dame da drüben. Danke. Oh, ich bin beeindruckt, Mensch. Haha, das ist sie, die Beluga-Pfeife. Gut gemacht. Aber was? Du brauchst Bay, um den Beluga zu rufen und zu reiten. Als ich mit dem Typen gespielt habe, bin ich bankrott gegangen. Hey, du kannst diese Pfeife haben. Was? Aber ich weiß nicht, wie ich sie benutzen soll. Ja, das ist ganz einfach. Du musst nur irgendwo im Dorf in diese Pfeife blasen, um den Beluga zu rufen. Du musst allerdings etwas beizahlen, um den Beluga zu reiten. Und ich bin sicher, dass ein begeisterter Spieler wie du im Spielsalon leicht Geld verdienen kann, ohne Zweifel. Ich sollte den Beluga rufen, wenn ich eine große Strecke zurücklegen muss. Das hat auf jeden Fall gut Vertrauen gegeben. Rufe Beluga mit Steuerkreuz unten auf. Die Beluga kann sich schnell als normal verpflegen. Natürlich ist es nicht kostenlos. Dafür sammle ich das also. Das kostet mich 7. Okay, das ist deutlich schneller. Das ist wesentlich schneller. Hey, ist das eine Leuchtquelle? Vielleicht führt uns die Quelle zu Lynch ins Zahnkammer, wenn wir sie verfolgen. Ich war schon bereit, sie einzufangen. Ich folge ihr einfach mal. Das ist auch direkt der Hai. Oh, das ist doch der den Ball verschluckt hat. Ja, gegen den hätte ich aber lieber ein Scharfschützengewehr oder irgendwas in der Art. Warte, ich nutze die Tintenbomben gegen den. Dann kann ich ihn ein paar Mal abschießen. Den haben wir. Da habe ich erstmal den Ball. Hat aber auch meine Beute ein bisschen geschmälert. Aber hey, wir haben den Ball der Kinder schon mal. Ich wette, den kann ich auch später noch vorbeibringen. Ich weiß, dass an der Stelle richtig viele Qualmen waren. Hier befindet sich ein kleines Loch, vielleicht ist er hier drin. Versuchen wir mal die Taschenlampe zu benutzen. Wir suchen einen ganz kleinen Tintenfisch. Da! Ich sehe dich. Hallo! Bleib doch hier!
Huch, ich glaube ja, ich habe gerade latinischen Samen Kalmar gesehen. Der ist nach oben rechts geschwommen. Da, da. Hallo. Da bist du ja. Okay, ich bin sicher, dass er da drin ist. Sollen wir mal nachsehen? Oh, er scheint sich etwas beruhigt zu haben. Wir sollten versuchen, ihn nach draußen zu locken. Versuchen wir es hier mal mit dem hochwertigen Futter, das Lindchen uns gegeben hat. Der ist putzig. Da, benutzt das Insektennetz, um ihn zu fangen. Super, jetzt lass uns den Kamera zu Lindchen bringen. Ich bin dafür, das auch direkt zu machen, weil dann habe ich die Questen abgeschlossen. Und dann, selbst wenn ich fehle, können die ja nicht mehr weg. Oh, das ist der Ball! Du hast ihn wirklich für uns zurückgebracht. Das war echt gruselig. Die Kinder bleibt von jetzt an im Dorf, okay? Okay. Im Gegensatz zu dem, was man uns erzählt, sind die Menschen wohl nicht nur schlecht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Mensch. Fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir das Vertrauen. Silvio. Danke, Mensch. Ich hatte Angst, um meinen Begleiter nie wiederzusehen. Es war nicht gerade einfach, deinen Begleiter hierher zu bringen. Ich würde dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Ja, mit der nächsten Aufgabe haben wir es eigentlich. Und hier ist noch ein kleines Geschenk für dich, Silvios Porträt. Ich werde es im Restaurant aufhängen. Danke. Schau doch ab und zu mal im Spielsalon vorbei, Mensch. So, jetzt tauchen wir aufwärts. Am besten noch dabei diesen einen Raum mitnehmen. Wir können natürlich hier auch noch Kelch-Korallen oder Feder- und Elin-Korallen mitnehmen, wenn wir sie finden. Dann haben wir das Vertrauen eigentlich auch schon. Guck mal, hier sind die Korallen. Das Problem ist, bei dem einen, wo ich es zubereiten muss, da muss ich so oder so erst einmal nach oben. Aber die Kelchkorallen kann ich eigentlich direkt vorbeibringen. Das ist halt legit direkt der Heiden nochmal. Können natürlich auch einfach noch mal den Hai mitnehmen. Das wäre jetzt auch nicht so die dümmste Idee. Problem ist, es ist halt sehr risky. Er ist dumm! Ja! Einmal ganz schnell gucken, dass ich hier noch eine weitere Kelchkoralle finde. Ich muss eventuell was wegwerfen. Da wäre noch eine weitere gewesen. Ich habe bestimmt was, das ich wegwerfen kann. Außer Quest-Item darf ich immer mitnehmen. Nein, ich muss was wegwerfen. Was kann ich denn wegwerfen? Ich habe nicht viel in meinem Inventar. Die Quallen will ich nicht wegwerfen.
Aber die brauche ich ja. Ich glaube, ich muss wirklich einmal von dem Hai wegwerfen. Würde ich aber gucken, dass ich jetzt noch irgendwas weiteres auf dem Weg einsammle. Oha! Ja, das ist es! Besten Dank! Endlich kann ich meinen Gästen angemessenes Essen anbieten. Ich würde auch gern von euch Menschen hören. Also schau ab und zu mal vorbei, um zu plaudern. So, wir haben das Vertrauen erreicht. Oh, habe ich mich die ganze Zeit nicht ins Bild zurückgepackt? Doch, habe ich. Ich dachte, ich hätte das vergessen. Noch nicht auf den Spiegel drücken. Erst zum Palast zurück. Also spätestens beim Palast packe ich mich sowieso aus dem Bild. Was Geld angeht, können wir eh nichts mehr mitnehmen. Also an Fischen. Ich muss die Kiste nochmal erweitern mit dem nächsten Mal. So, jetzt packe ich mich einmal ganz kurz aus dem Bild. Darf ich das Schwert haben? Es scheint, als würden die Dorfbewohner dir ziemlich viel Vertrauen entgegenbringen. Zunächst möchte ich dir für alles danken, was du für unser Dorf getan hast. Es scheint, als wären alle freundlicher, als ich gedacht habe. Ich traue dir noch nicht ganz, aber wir können momentan jede Hilfe brauchen, die wir bekommen können. Lass mich dir ein wenig über das Dorf erklären. Hast du den Baum im Zentrum des Dorfes gesehen? Ja, er wäre riesig und mit Eis bedeckt. Ja, wir nennen ihn den göttlichen Baum. Wir nutzen die Früchte dieses Baumes als Energiequelle. Die Wurzeln des Baumes reichen weit unter den Grund und nutzen die geothermische Wärme, um Energie zu erzeugen. Weil die Früchte aus dieser Energie entstehen, gibt es einen riesigen Gletscher unter diesem Baum. Also unter unserem Dorf. Ein Gletscher auf dem Meeresgrund? Ich habe noch nie von so etwas gehört. Aber in letzter Zeit ist die Hitze, die aus der tiefen Erde kommt, heißer geworden und sie lässt das Eis langsam schmelzen. Mit der steigenden Temperatur des Baums werden auch immer mehr Dorfbewohner krank. Wir werden weiter zu König Long, aber wir wissen, dass die Dinge nicht so einfach sind. Wir müssen den Gletscher unter der Oberfläche überprüfen. Weil wir uns so lange nur auf die Landwirtschaft verlassen haben, besitzen wir nicht die Ausrüstung oder die Technologie, um dort unten nachzuforschen. Peinlich das auch ist. Deshalb habe ich dir gesagt, dass wir die Hilfe der Menschen brauchen. Ich muss zugeben, dass das jetzt unsere einzige Option ist, meine Tochter. Wie dem auch sei, ich weiß, dass es eine schwierige Aufgabe ist, aber würdest du für uns das Gletschergebiet unterhalb des Dorfes überprüfen? Das klingt wirklich sehr gefährlich, aber gut. Auch an der Oberfläche hat es vermehrt Beben gegeben. Ich glaube, das könnte alles irgendwie zusammenhängen. Vielen Dank! Wir werden dich auf jeden Fall irgendwie entschädigen. Du brauchst den Schlüssel für die Gletscherpassage. Der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Händchen, als wir die Gletscherpassage versiegelt haben, haben wir den Schlüssel in die verlassene Höhle gebracht. Weißt du noch? Oh je, du hast recht. Ich spüre, dass irgendwas schon wieder nicht stimmt. Endlich, bitte geh los und hol den Schlüssel zur Gletscherpassage aus der verlassenen Höhle. Zusammen wird sich dorthin bringen. Das ist doch nicht gefährlich, oder? Haha, da ist seit einem Jahrhundert nichts mehr passiert. Seit 100 Jahren hat sich niemand mehr da reingewagt. Nun ja, wir müssen herausfinden, was in der Gletscherzone los ist, bevor es zu spät ist. Es ist schon spät, also komm morgen wieder, wenn die Sonne aufgeht. Die Mom wird dich auf diesem Weg begleiten. Okay, das nächste Storytechnische können wir erst am nächsten Morgen machen. Gut zu wissen. Dann würde ich sagen, ab nach Hause. Und beim Nachtauchen nehme ich jetzt wirklich das Gewehr damit. Als allererstes überarbeite ich aber meine Ausrüstung. Weil ich dieses Tintenfischbooster nicht mehr habe. Wie gesagt, schade, dass wir den einen leider Gottes weggeworfen haben. Aber ich kann sogar entscheiden, ob die essen werden, die Seepferdchen. Dann kann ich die ja erstmal zusammensammeln.
So, als allererstes. Austauschen. Ich mach mal weniger Schaden, weil das ist ganz nützlich gegen die Haie. Und dann erhöhe ich meinen Schaden. Ich guck mal, vielleicht ist hier eine Moräne. Ja, hier ist eine Moräne. Ja genau, Blast zum Angriff. Und ich ziele erstmal daneben. Perfekt. Der zählt manchmal aber auch nicht. Ihr nervt gerade überhaupt nicht, ne? Die wiegen nicht mal viel, diese Kupferhaie. Oh, ich kann das Personal verbessern. Okay. Den Typen weiter auszubessern bringt mir nicht sonderlich viel. Ganz ehrlich, dich tausche ich mal mit Leo. Weil er bringt mir vorne mehr. Weil der kann auch die Reinigung für mich übernehmen. Da muss ich eigentlich so gut wie gar nichts machen. Verbessere ich Kyoko nochmal. Auf dem Level 7 kriegen sie auch mal die zweite Fähigkeit. Okay. Komm, das Rezept geben wir uns dann auch eben kurz. Oh, mal eine neue Sequenz hier. Haben wir mal eine neue Sequenz bekommen an der Stelle? Okay, auf jeden Fall kommt einmal das Moränen-Curry, war es, glaube ich. Warte mal, kurz gucken. Eco-Watcher geben wir natürlich jetzt eben kurz ab mit den Fischbeständen. Todo. Der will wirklich das Moränen-Curry haben, das verbessern wir dann jetzt einmal. Können dann genau einmal Moränen-Curry abgeben, genau wie wir es ja auch vorhaben. Oh, ich brauche zwei Moränen zum Abgeben. Na, dann kriege ich das halt nächsten Abend. Aber wir können eh nicht viel servieren. Ja, sorry, ich habe leider zu viel Curry, zu viele Moränen verpulvert. Ihr arbeitet, ich kümmere mich hier rum. Thank you.
Hat genau gereicht. Haben alles verkauft bekommen. Und wieder ein paar Flammen des Handwerkers. Puh, es ist halt wie mein Feierabend. Ach, der schon wieder. Darf träumen von heißen Rhythmen. Drücke LR, LT und RT, wenn die High-Taste den Cursor erreicht. Okay. Verwende links, rechts, um deine Hand auf und ab zu bewegen und die grüne Note zu treffen. Schütte die linken und rechten nach rechts und links für lauten Applaus, wenn eine orangefarbene Note erscheint. Okay, ich lasse den Avatar mal kurz aus dem Bild. Bitte sei Copyright frei. Oh Mann, jetzt passiert auf beiden Seiten was. Nein, das darfst du mir doch nicht antun. Das ist zu viel Input für mich. Das ist zu viel für mich. Stella heißt die Serie von ihm. Gibt's die Serie wirklich? War ein schönes Minispiel, aber nix für mich. Ich bin fertig. Ein neues Handyspiel namens Leas Rent ist jetzt erhältlich. Du kannst das Spiel in der Game Factory deines Smartphones spielen. Warte, bevor ich weiterspiele, ich muss ganz kurz was nachgucken. Strasdella hieß die Serie. Ich fasse es nicht, das Ding gibt's wirklich. Das ist tatsächlich offenbar ein Anime. Nee, das war offenbar ein Spiel mit Anime-Adaption. Also das Spiel, was wir da gespielt haben, beziehungsweise... dieses Anime-like-Teil, das ist existent. Es ist tatsächlich eine Anlehnung an etwas anderes.
Oh, Gewitter. Kapitel 4, verlassene Höhle. So nebenbei. Chinchin bat mich, ihm den den Schlüssel zur Gletscherpassage zu bringen. Ich muss zum Platz Seevolk-Ältesten zurückkehren. Heute ist Partytag. Bereite die richtigen Zutaten vor und mach heute ein Vermögen. Okay, aber vorher... Erstmal mich ins Bild zurück. Und jetzt spielen wir dieses Handyspiel einmal. Minispiele. Lea rennt. Hol die Edelsteine, ohne von den Fans erwischt zu werden. Komm, wir machen das einmal. Okay. Perfekt. Wir haben einen Doppelsprung. Komm, ich will einen Highscore schaffen. Ich glaube, ich darf nicht zu viele Kisten berühren. Dann kriegen die mich. Komm, ich will einmal 100 schaffen. Nein! Ist das Flappy Bird? Ich habe 3 Sprünge. Ich habe das jetzt einmal extra gemacht. Ich wusste nicht, dass ich 3-fach Sprung habe. Das. Der kriegt mich immer. Nein! Ich war so knapp dran. Komm, ich will einmal die 100 schaffen. Mehr will ich nicht. Komm. Oh, ich hab's irgendwie drüber geschafft. Nein! Wieso steht der da direkt wieder? Okay, ich geb's auf. Ich muss wieder in dieses doofe Abwasser. Es wird wahrscheinlich auch der letzte Tauchgang heute. Die Musik, die wir gerade eben hatten. Genial. Dafür müssen wir mal über deine Interessen reden. Das will ich mir direkt kaufen. So, und Maximalgewicht 94 Kilo. Beim nächsten Mal habe ich 125. Ich kann jetzt richtig viel mitnehmen. Wie gesagt, das wird aber der letzte Tauchgang für heute. Oh, eine unechte Karettschildkröte. Das Bild einer Schildkröte ist einfach ein Muss. Ach, wieder der Versuch. Alles klar, Zeit für ein Foto. Vielleicht kriege ich ja diesmal geschissen. Seht das? Es zählt! Ich habe die Qualmverspeisung. Wir haben ein schönes Foto diesmal geschossen. Hey du, mitkomm. Da war ein Manta im Boden. Dich nehme ich auch mal mit. Dich hatte ich noch gar nicht bisher. Du kommst mit mir. Mein erster Manta-Rochen. Ist auch gekauft.
Stachelhoch, Entschuldigung. So, Salz. Kurkuma, auch in Ordnung. So, jetzt nehme ich da den Scooter mit. Seepferdchen fange ich auch. Einfach für das Seepferdchen rennen. Moment mal, warum sind da so viele Fische? Oh, hi Barracudas. Da ist die Tafel. Da ist wohl die Platte. Ich sollte sie zum Schrein im Dorf des Seevolks bringen. So hält man sich Barracudas vom Leib. Einfach sprengen. Und dann nicht mal aufsammeln. Da ist einer dieser Seeenge, die ich noch fangen muss. Ich mache nur noch einen. Ich sollte mich weiter umsehen. Das ist ein großer Seeengel. Habe ich da gerade einen riesigen Seeengel gesehen? Ja, so faul, ich brauche ich jetzt gerade noch nicht. Da ist der Seeengel. Oh, alles fertig. Sollte ich wieder hoch? Hallo. Hey! Der hat mich einfach weggeschnappt. Moment, was ist das für ein Ort? Ich glaube, ich habe einen Bossfight. Oh nein, das ist so ein riesiger Seeengel. Ich habe aber keine andere Wahl, als zu kämpfen. Also gut, erst besiege ich ihn. Wie kämpfst du? Erstens. Ich wollte gerade sagen, was auch immer da drin ist, ich nehme es. Ich brauchte gerade die Luft dringender. Bist du schon besiegt? Nein. Alter, du hast auch so einen doofen Wendekreis, ne? Jetzt ist es besiegt. Es hatte einen richtig beschissenen Wendekreis. Puh, was für ein Monster. Es tut immer noch weh. Mal sehen, ob hier etwas Nützliches herumliegt. Ja, das Fleisch von dem Vieh zum einen. Alter, hatte das einen beschissenen Wendekreis. Da liegt ein Bild. Ich darf es aber nicht einsammeln. Seeengel-Königin-Tentakel.
Hm, da drüben ist etwas Glitzerndes. Ich sollte nachsehen. Hm, ein Foto von Maki. Das nehme ich mit nach oben. Habe ich noch eine Wahl? Nein. Run beendet. Ich hatte nicht mal die Auswahlmöglichkeit. Udo ruft mich an. Oh, du hast ein Foto. Du hast ein Foto von etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Oh, eine unechte Karettschildkröte. Als Kind habe ich davon geträumt, die Meere auf dem Rücken einer Schildkröte zu erkunden. Natürlich würde ich in Wirklichkeit dabei ertrinken. Ich werde dein Foto an prominenter Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. Oh, danke für das Geld. Es gibt hier mehrere Fotopunkte, also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Können wir mal gucken, ob wir das jetzt direkt abgeben können. Vielleicht ist die ja gerade da. Da ist sie. Warte mal. Nur für den Fall. Ja, der Segen, um den du mich gebeten hast. Er ist so hübsch, danke dir. Ja. Und das hier habe ich auch gefunden. Ist das ein Foto von mir? Da war ein riesiger Seeengel, das habe ich in seinem Unterschlupf gefunden. Das ist ein Knopf auf der Rückseite. Was wird passieren, wenn ich ihn drücke? Da ist ein Rauschen. Maki, hier ist dein Vater. Wenn du das siehst, dann ist meine Expedition wahrscheinlich gescheitert. Tut mir leid, dass ich mich nicht richtig um dich gekümmert habe. Mein Arbeitseifer hat aus mir nicht gerade den besten Vater gemacht. Und viele Freundschaften konntest du auch nicht schließen, weil wir wegen meiner Arbeit so oft umgezogen sind. Ich wünsche, du könntest mir vergeben, dass ich so ein schlechter Vater war und ein glückliches Leben führen. Um dein Traum Köchin zu werden, ich hoffe sehr für dich, dass er in Erfüllung geht. Ich werde dich von Weitem aus beobachten. Verliere also nie dein Lächeln. Das war wohl alles. Sei nicht zu aufgewühlt. Dein Vater hat dich scheinbar sehr geliebt, Maki. Bitte lass mich hier arbeiten. Was? Einfach so? Ja, mein Vater würde nicht wollen, dass ich so traurig bin und mich gehen lasse. Ich möchte ihm zeigen, dass es mir gut geht und dass ich hart arbeite. Und weil du dich um mich gekümmert und mir geholfen hast, möchte ich dir jetzt auch helfen. Hm, Banjo, was denkst du darüber? Das Mädchen hat Temperament. Ich mag sie. Du kannst ab heute hier arbeiten, aber du wirst hier keine bevorzugte Behandlung bekommen. Ja, verstanden. Ich werde fleißig sein und eine großartige Köchin werden. Ich würde sagen, wir stellen sie auch direkt hinter die Theke. Anstatt von Dalvina. Na gut, nachdem ich sie ein bisschen trainiert habe. Sie ist auf jeden Fall wesentlich besser im Kochen als sie. Die wird richtig gut im Kochen, okay. Wir können hier auch noch direkt was erforschen. Das Seeengel-Königin-Suppe. Bringt einfach die Suppe von in dem Scheißvieh, was wir gerade erlegt haben. Und was meinen kompletten Run vernichtet hat. So, und eine Sache, die unbedingt jetzt endlich mal getan werden muss. Hier, du kriegst sogar das Hochwertige. Oh, guck mal, wie sie ist. Oh. Mag mich, Katze? Ich hoffe, sie mag mich jetzt. Wie viel kann ich auf die Liste setzen? 1. Das hat aber Instant Max Stufe. Das kommt auf jeden Fall auf die Speisekarte. Das ist 10-mal gleich auf der Karte. Oh, wenn sich das alles verkauft, ich mache 5500 Geld.
Sehe ich das gerade richtig, dass der Typ da hinten keine Hose trägt? Und schon bin ich weg. So, Eco-Watcher, können wir noch die Seesterne abgeben. Schlangenstern und violetten Seestern will es haben. Und wieder die orangenen. Oh, ein Waffenladen kann ich auch irgendwas. Was darf ich upgraden? Okay. Ein bisschen Gold und wir können die Netzkanone verbessern. Ach nee, wir müssen ja auf die hier gehen. Wir brauchen 3 Seile, 14 Fragmente und 1200 Gold. Dann kann ich die verbessern. Ich sollte generell auf 5 von den Gewehren gehen, ne? Warte mal, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich sollte sogar 6 haben am besten. Bei dem Unterwassergewehr reicht es, wenn ich... Okay, da müssen auch 6 her. Ich brauche jedes Gewehr vom Prinzip her 6 Mal, abgesehen von der Netzkanone und der Betäubungskanone. Dass ich jedes Gewehr halt einmal herstellen kann. Von dem Gewehr brauche ich nur 5. Okay, stelle ich mal eben kurz 5 her. Diese Sequenzen könnte ich mir so oft geben. Was diese Puppen angeht, denke ich mir, jenes eine. Na gut, Actionfigur, Entschuldigung. Okay, jetzt überspringe ich das aber mal. Einfach, dass ich 6 davon im Besitz habe, plus das eine. Und von der Dreifachachse stelle ich dann jetzt 1 her. Wir brauchen jedes Gewehr ja ein paar Mal. Dass wir halt in jede Richtung einmal investieren können. Aber am Ende des Spiels hätte ich schon gern jede Waffe. Was hast du eigentlich heute im Angebot? Ach, das Teil noch. Warte, ich verkaufe dir einfach irgendeinen Scheiß. Hier kannst du eine Muschel haben. Dann nehme ich das kleine Ding noch mit. Ist ganz gut gegen die Haie. So, ich würde dann an der Stelle aber sagen, das war's es dann für heute. Ich hoffe, dass alle Spaß beim Zusehen hatten. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like beim YouTube-Video da. Ein Follow auf Twitch. Beides ist gegenseitig in der Beschreibung verlinkt. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.